Ich bin fremdgegangen. Ich weiß, das ist falsch. Aber so ist das Leben. Dag, mein lecker Klöntchen mit den gebackenen Povertjes und der Frikandelle Spezial. Ha, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und das ist natürlich auch interessant und faszinierend, dass wir in einer Zeit leben, in der sich die Geschlechtlichkeit erweitert, auch das Sexuelle sich neu definiert. Es entstehen neue Kombinationen im Zusammenleben. Was nicht heißt, dass die herkömmlichen, wie jetzt eben so eine klassische Ehe, dass die schlechter sind oder besser oder irgendwie, also besser sind sie auf keinen Fall, würde ich sogar sagen. Deshalb ich mit Carola gerade jetzt während Corona gemerkt, da gab es Zank. Richtig bis hin zum Konflikt. Also es ging, ja, war dann so weit, dass wir waren dann wirklich getrennt. Und vielen Dank. Das hat man hinten nicht gemerkt. Hier vorne wurde mir wirklich Mitgefühl zuteil. Das ist sehr rührend, aber ich kann das Mitgefühl für mich nicht in Anspruch nehmen, weil ich die Trennung selber verursacht habe. Ich bin fremdgegangen. Ich weiß, das ist falsch. Aber so ist das Leben. Ja, das, wie soll ich sagen? Und jedenfalls war das Rendezvous auch nicht unbedingt optimal organisiert, denn das fand bei uns zu Hause statt. Und dann, ja, die Erfahrenen fühlen sich groß. Für mich war es neu, ja, da begeht mein Fehler. Und das fand eben bei uns zu Hause statt. Und dann hat uns Carola in flagranti ertappt, obwohl ich dachte, ich habe wirklich einen optimalen Zeitpunkt rausgesucht, jedenfalls wie das so ist. Dann kam sie plötzlich zurück, dann stand sie da, nach der Entbindung, Kind auf dem Arm. Und in der Situation, das weiß ich heute, habe ich falsch reagiert. Also Carola wollte das dann so klären und ich habe das so abgeblockt. Ich habe gesagt, Carola, ich kann mich jetzt nicht streiten, ja? Nicht in dieser Situation. Bitte akzeptiere das, denn schließlich, ne, ich bin gerade Vater geworden. Ja, und da hat sie null Gespür, ne? Also gar kein Verständnis. Sie hat richtig, muss man sagen, oder hat richtig, wirklich richtig rumgestresst. Also das ging so weit, dass sie die andere Frau wegschicken musste. Ja. Beispiel für die Männer. Du bist in Hamburg auf Montage. Ladenbau, 12 Stunden, schön geschackert. Du sitzt abends beim Griechen. Da gibt's auch mal Uso aufs Haus, 3 halbe drin, 5 Uso. Du bist schön auf Flughöhe. Ah. Plötzlich steht sie neben dir, Silvi Mais. Geschminkt wie Bambi auf Ecstasy. Also so wie eben. Jetzt steht die neben dir, fischt schon mit ihren rot lackierten Fingernägeln durch deine Matthias-Reuse und flüstert dir auf Holländisch ins Ohr. Dag, mein lecker Klöntchen mit den gebackenen Povertjes und der Frikandelle Spezial. Ich will dir fietsen bei Letto von meinen Drempels in den Durchgangverkehr. Wenn du jetzt Nein sagst, verliert selbst deine Frau den Respekt vor dir. Das ist Beispiel für die Frau. Mädelsnachmittag in Hamburg. Ja, schöner Ausflug, gleich 3 Tage. Aber Samstagsnachmittag zur freien Verfügung. Du stehst im Nespresso-Shop. Ja, Georg ist auch da. George Clooney inside. Jetzt sagen vielleicht einige Frauen, nein, George Clooney ist nicht mein Typ, ist doch scheißegal, dann nehmen wir einen anderen. Brad Pitt, Bradley Cooper, von mir aus auch den Dicken von Hangover. George Clooney, so, du stehst im Nespresso-Shop als Frau. Vorne bestellst du eine Stange feine Milde. Hinter dir steht George Clooney. Er flüstert dir auf Italienisch ins Ohr. Ciao, bella. Una festa sui prati, parmigiano di diavolo, vino tinto blanco. Dazu drückt er noch seinen arroganten Meinungsverstärker an deinen Oberschenkel. Aber ihr würdet ja alle Nein sagen. Das ist klar. Die alten Leute, die sagen doch immer, du bereust am Ende des Lebens nicht das, was du getan hast, sondern das, was du nicht getan hast. Das kriegt doch keiner mit.
Was denkt ihr denn, dass da einer aus Lünen vorbeikommt und sagt, immer, wir haben die Manu gesehen mit George Clooney? Ja, sicher. War der Papst auch dabei? Nee, er nicht, aber sie. Total bescheuert. Jetzt nimmt George dich noch an die Hand. Es geht wie bei Pretty Woman aufs Hotelzimmer. Was heißt Hotelzimmer? Die Präsidentensuite. So groß, du siehst die Erdkrümmung. Im Whirlpool blubbern 3000 Liter Ahoi-Brause. Auf der Alabaster-Bettwäsche steht eine Schale mit frischen Erdbeeren. Vanilleeis und Honig kommen aus dem Dosierspender. Wow, chicka, wow, wow. Der teure Champagner läuft dir literweise durch deinen Klempner Pfirsich. Jetzt packt George auch noch das Collier aus und legt es dir an und sagt, ciao, Bella, ich liebe dich, ich zieh mit dir nach Scharnhorst. Das ist Liebe! Du Spinner. Ich hol mir eine Cola. Bringst du mir bitte? Boah, die küsst fast so gut wie du, Schatz. Wer ist die Frau? Dörte. Aus dem dritten Stock. Die mit dem grünen Fahrrad. Kennst du doch. Ich habe Spaß gemacht. Du hast Dörte geküsst. Ein Unlauwohnung. Du verarsch mich jetzt, ne? Wo ist diese Frau? Sag mal, beruhigst du dich bitte mal? Das ist ein Trick, so ein blöder Trick, den ich seit Jahren mache. Das sieht doch nur so aus, als ob da jemand wäre. Da ist sie schon wieder. Das ist ein Spaß. Wie bescheuert hältst du mich eigentlich? Hier ist keine Dörte. Ich hab nichts mit Dörte. Du hast es aber eben selber gesagt. Oh Mann. Um Himmels Willen, Tanja! Spaß! Spaß! Scheiße, Mann! Ich hasse diese Späße! Oh, bitte! Ich hab doch einfach... Hey! Fass mich nicht an! Dankeschön, Dankeschön. Wer ist denn von euch alles auf Facebook, Instagram, Snapchat? Ganz kurz mal die Hand hoch. Ich habe nicht gefragt, ob ihr in der Psychiatrie seid. Nicht so, mal. Okay, danke. Habt ihr gewusst, dass Social Network Communities für 70% aller Scheidungen verantwortlich sind? Nochmal ganz kurz, wer ist alles? Ja, weil das ist hart, weißt du? Du hast deine Möglichkeit, die hast du im normalen Leben nicht. Im normalen Leben kannst du nicht sagen, ich rede ein bisschen mit der Saskia, dann noch mit der Bianca, dann mit der. Irgendwann sagt deine Frau, stopp. Aber dort hast du die Möglichkeit, im Verborgenen. Und dann machen die Leute schlimme Sachen. Dann gehen die fremd. Ekelhaft. Fremdgehen ist ekelhaft. Wer ist alle schon mal fremdgegangen? Gut. Ich bin noch nie. Ich bin 38 Jahre, ich bin noch nie fremdgegangen. Noch nie. Danke. Ich habe die Frauen immer gekannt. Das waren jetzt keine Fremde für mich. Aber Fremdgehen ist schon schlimm. Nehm mal Spaß beiseite, ist schon schlimm. Überleg mal, du machst das, dann gehst du nach Hause, legst dich neben dem Partner. Mach, trenn dich von deinem Partner, mach so viel Schlacker, Schlacker, was du willst. Das ist das Schlimmste, was gibt Fremdgehen. Nein, wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Wenn du deinen Partner beim Fremdgehen erwischt. In flagranti. Aber man muss immer unterscheiden, weil Deutsche sind immer korrekt. Hannelore. Hannelore, wo bist du? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Hannelore, du und der Jürgen. Könnt ihr mal damit aufhören, bitte? Also das hat ein Nachspiel. Also nicht Vorspiel, Nachspiel. Warte, ich hol zwei Bier, da lassen wir uns zusammenkrachen, gell? Keine. Und jetzt stell dir mal vor, ein Türke erwischt seine Frau beim Fremdgehen. Ay, çok güzel. Ayşe! Ay, lahmacun. Ayşe, wo bist du lan? Ay, çok güzel.
Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ist ein integrierter Türke, weißt du? Oder jetzt stell dir mal vor, ein Schwuler erwischt seinen Partner beim Fremdgehen. Mit einer Frau. Herbert! Herbert, wo bist du? Herbert, wir spielen Spiel. Krieg ich dich? Fick ich dich? Herbert! Oh mein Gott! Herbert! Du und deine Frau! Das hättest du alles haben können! Das hätte alles dir gehören können! Ich brauche jetzt erstmal eine Faust. Ja, ich weiß, einige von euch denken sich jetzt so, hey, jetzt macht der Türke Witze über Schwule. Randgruppen dürfen keine Witze über Randgruppen machen. Das entscheiden immer noch wir. Ram, bam, bam, ram, bam, bam. Leute, entspannt euch mal. Ich bin ehrlich zu euch. Ich habe viele schwule Freunde. Und die sagen auch zu mir, hey Özcan, du kannst über uns Witze machen, weil wir, für uns ist das kein Problem. Dafür ist eine Bühne da, Özcan. Auf der Bühne kannst du das machen, dafür ist sie da. Egal, was die Leute über dich denken, Özcan, wir stehen immer hinter dir, Özcan. Ja, der braucht ein bisschen, aber im Abgang ist er richtig gut. Aber sehen jetzt so Leute, ich bin ganz ehrlich zu euch, Beziehung ist schon was Schweres. So Beziehung ist nicht einfach zu führen, vor allem für uns Männer, weil... Für uns, weißt du, die Liebe ist in der Evolution eigentlich nicht da. Das war nicht geplant. Das kam ja später so. Das merke ich auch bei meinen Freunden. Ich habe einige Freunde, das sind Neandertaler. Also die sind immer noch so. Die reden auch so mit Frauen. Die gehen so auf die zu, so, hey, gib mal deine Nummer. Was soll das heißen, ich bin grob? Du sollst mir deine Nummer geben. Aber dann nehme ich die halt so mit, ist mir scheißegal, du. Aber wir Männer sind halt so. Weißt du, Männer sind auch... Wie soll ich dir sagen, ohne die Liebe geht es uns besser, weil wir Männer sind. Männer. Wir sind Männer. Männer. Normal sind Männer Psychos. Weißt du, wie ich meine? Wir sind Männer. Wir gehen in den Baumarkt, kaufen uns einfach Motorsägen. Nein, 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 nein. Und zeigen sie unseren Kumpels. Wir sagen, ey, schau mal. Und die so, ja. Weil wir Männer sind und wir gehen in den Wald und fällen einfach Bäume. Einfach so, ohne Grund. Und die anderen freuen sich. Und dann zünden wir die Bäume an. Weil wir Männer sind. Aber wenn ein Mann verliebt ist, dann verändert er sich. Dann ist alles anders. Die Luft ist so weich. Oh, eine Blume. Bist du auch so verliebt wie ich? Als Maul, ich mach Photosynthese, Alter. Wenn Männer verliebt sind, machen sie komische Sachen. Machen Sachen, die sie im normalen Leben nie machen würden. Ich war damals voll verliebt in meine Freundin Annika. Die kam zu mir, die so, Schatz, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich so, natürlich, Schatz, für dich mache ich alles. Die so, können wir ins Kino gehen? Ich so, natürlich, Schatz, in welchem Film? Titanic. Dann waren wir in Titanic. Meine Freundin Annika, ihre Freundin Bianca, ihre Freundin Judith, ihre Freundin Svetlana, 500 Frauen im Kino, Leonardo DiCaprio und ich. Und ich hasse diesen Film, Leute. Ich hasse diesen Film, weil dieser Jack macht in dem Film Sachen, die würden Männer nie im Leben machen. Der so, Rose, leg dich hin. Ich male ein Bild von dir. Und auch das Ende von Titanic, mal ganz ehrlich, das ist so unrealistisch. Atlantischer Ozean, Titanic rammt einen Eisberg, läuft voll mit Wasser, bricht in zwei Riesenteile und dann, wenn es untergeht, zerfetzt es in Millionenstücke. Wassertemperatur minus 5000 Grad. Und auf dem ganzen Atlantischen Ozean schwimmt danach nur eine Tür. Aber Leute, Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, die Titanic hatte nur eine Tür. Auf der Tür liegt Rose und im Wasser Jack. Rose, ich liebe dich über alles, Rose. Aber auf der Tür gibt's so Platz für eine Person. Ja, ja, ich weiß. Das ist so tragisch, Jack. Und jetzt mach mal langsam deine Finger da weg. Amerika, ich komme. Wisst ihr, was ich mir immer gedacht habe? Was wäre, wenn dieser Leonardo DiCaprio ein Abdurrahman Garosman oder wäre? Wer wäre dann auf der Tür? Stellt euch mal die Szene vor, so. Abdulrahman, ich liebe dich über alles,
aber auf der Tür ist nur Platz für eine Person. Ja, ich weiß, jetzt verpiss dich lang, Alter. Ha, ha, ha. Wobei, dann hieß der Film Titanic. Wird keiner angucken. Dankeschön, Nightwatch. Peace out, mother brothers. Und ich glaube, ich bin nicht wirklich eine Lady. Ich habe nämlich letztens jemanden getroffen, der hat das Wort Lady verwendet. Und ich habe mich gefragt, ob ich eine Lady bin. Und ich glaube, ich bin keine Lady. Ja. Es ist auch so ein altmodisches Wort geworden. Ja. Ich bin eine Frau. So. Ich glaube, es gibt Unterschiede zwischen Ladies und Frauen. Ladies zum Beispiel tragen nur Mini-Tampons. Die sind so groß. Ich habe einmal versucht, einen Mini-Tampon zu tragen. Und der ist beim Niesen sofort rausgesprungen. So, pff, 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 pff. So, ich hatte mehrere Mini-Tampons in mir. Auf jeden Fall. Ja, also zurück zu mir. ja, ich bin seit 3 Jahren in einer Beziehung mit einem Mann. Er ist gerade nicht hier, aber er existiert. Und ja, wir sind seit 3 Jahren zusammen in einer Beziehung. Das heißt, wir müssen jetzt langsam dran arbeiten, die Beziehung aufrechtzuerhalten, beziehungsweise ihn aufrechtzuerhalten. Und wir haben jetzt neuerdings Sextoys für uns entdeckt. Haben wir Leute hier mit Womanizer-Erfahrung? Also der wird auch Satisfy genannt oder Womanizer oder Geschenk Gottes. Und also für die Leute, die nicht wissen, was das ist, es ist so ein kleiner Vibrator, den man hier anheftet und das saugt so dein ganzes Fleisch ein. So. Und er macht so ein bisschen seltsame Geräusche. Das war anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so ein aber das Gute ist, dass mein Freund mich nie dabei unterbricht. Der glaubt, ich habe Blähungen den ganzen Tag. Aber was ist mein Lieblingssextoy? Danke für die Frage. Also mein Lieblingssextoy, würde ich sagen, ist noch immer der Vibrator. Der hat wirklich eine Erfolgsquote von 100% bei mir. Mein Freund hat nicht die Erfolgsquote von 100% bei mir. Und deshalb ist er auch ein bisschen eifersüchtig auf den Vibrator, wenn er den sieht im Bett. Der sagt so, ja, was macht der hier? Ich habe einen Schulabschluss. Ich kann lesen. Oh, ihr seid so nett hier in Heidelberg. Das ist so toll. Das ist auch so eine romantische Stadt hier. Das ist so geil. Die Stadt sieht aus wie ein Weihnachtsmarkt. Toll. Das hat meiner Freundin auch gefallen. Sie hat mich verlassen. Ja. Die hat mich betrogen. Mit meinem besten Kumpel. In meinem Bett. Voll assi, oder? Aber ich hab's voll schnell rausgekriegt, weil du wirst halt wach irgendwann und du weißt halt auch nicht. Aber irgendwie, ne, mit dem Betrügen, ne, ist kein netter Mensch, kein netter Mensch. Und sogar die Konstellation der Sterne war gegen unsere Beziehung. Manchmal passt es nicht. Ne? Ich glaube schon, dass der Tag, an dem du geboren worden bist, wie die Sterne da stehen, dass das schon was über dich aussagt. Und manchmal zwei Menschen, weil ich bin ein sensibler Widder und sie ist eine Fotze und das passt einfach. Das ist scheiße. Kannst du nichts machen, ne? Jetzt bin ich Single, jetzt muss ich mir irgendwie mit One-Night-Stands weiterhelfen. Und One-Night-Stands, das ist irgendwie nur in Hollywood cool. One-Night-Stands, kennt ihr das? Gibt's das hier in Heidelberg auch? Ja? Ja, ne? Doch, ne? Heißt bei euch Schützenfest, glaube ich. One-Night-Stands in Hollywood sind immer mega cool. Das ist immer so, hier so Ryan Gosling und Richard Gere nageln alles weg, sind total so charming und cool dabei. Im echten Leben klappt das gar nicht, ne? Meine Kumpels immer so, ey, lass mal feiern gehen, lass mal Weiber aufreißen und eine Disco. Das klappt eh nie, ne? Man knutscht vielleicht mal ein bisschen rum. Und letztens hat's aber bei mir tatsächlich funktioniert. So, die wollten mit. Und ich dachte so, ey, das ist voll die schlechte Entscheidung, aber gerne. So. Und wir knutschen schon im Taxi rum und machen und tun und dann Wohnungstür auf, Wohnungstür zu, sie steht mit mir in der Wohnung. Ich dachte so, boah, krass. Was mache ich jetzt? Ich glaube, genauso fühlen sich Zeugen Jehovas, wenn sie mal reingelassen werden. So. Wie geht's jetzt weiter? So weit waren wir noch nie. Und dann machst du das, was du aus Hollywood-Filmen kennst. Ne? Man fängt an rumzuknutschen, man bastelt aneinander rum, man zieht sich gegenseitig aus. Und da ist immer ein Moment, wo ich komplett versage. Socken. Wann zieht man die aus? Ich weiß es nicht, sagt's mir. Wann zieht man Socken aus? Gar nicht.
Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du Socken ausziehen kannst. Und die sind beide so uncool. Entweder du machst den super sexy Socken-Ausziehtanz. Geht komplette Romantik flöten. Wenn du beim Knutsch so, yeah, baby, Moment. Und dann hüpfst du so. Oder bisschen subtiler. Du machst den Socken-Auszieh-by-the-way-Move. Den sie wird schon nicht merken, Move. Ninja. Das haben wir alle mal gemacht. Das ist der Moment, wenn du beim Knutschen ganz unauffällig versuchst, mit dem dicken Zeh den anderen Socken so rein. Mein Name ist Ivan, ich komme aus Berlin. Ich freue mich riesig, bei dem Weihnachtsspecial dabei zu sein. Ich finde, Weihnachten macht voll viel aus, mit wem man Weihnachten verbringt. Deswegen will ich erstmal euch ein bisschen kennenlernen. Wer ist alles mal Single Maroon? Wow, das war traurig, heilige Scheiße. Hilf mir. Gegenfrage, wer ist da wirklich glücklich in Beziehungen, mal klatschen? Ich find's großartig, wie ihr euch dann anschaut. Ja, wir sind glücklich, ja. Yeah. Wir sind glücklich, yes. Großartig, ich finde, ich bin mega glücklich. Ich freue mich auf Weihnachten. Bisschen was zu mir. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine und musste erst Deutsch lernen. Und Deutsch ist eine furchtbare Sprache, um Gefühle zu zeigen. Ich habe es erst gar nicht gerafft, wie man das macht in der Grundschule. Wenn man jemanden mag, dann sagt man oft sowas wie, ich will was von ihm oder von ihr. Das habe ich lange Zeit einfach nicht verstanden. Einmal kam so ein Mädel zu mir in der 7. Klasse und meinte so, Mensch, Ivan, du bist doch ganz gut mit dem Fabian. Ich will was von ihm. Kannst du ihm das nicht ein bisschen sagen? Und ich war so, ja, was willst du denn von ihm? Vielleicht kann ich es dir geben, so. So, nein, Ivan, alles gut, du kannst mir nichts geben, alles super. Ja, für mich ist es auch super schwer, so Signale zu deuten. Ich hatte einmal ein Date mit dem Bele, es war ein wundervoller Abend, wir hatten voll viel Spaß und es war 11.11 Uhr und sie nimmt mich so beiseite und sagt zu Ivan, es ist 11.11 Uhr und wir wünschen uns jetzt etwas. Und wenn wir uns wieder treffen und es ist wieder 11.11 Uhr, dann sagen wir uns, was wir uns gegenseitig gewünscht haben. Ich war so, okay, gut, gar nicht gerafft, dass sie irgendwas Romantisches wollte. Und wir haben wieder einen Abend und es ist wieder ein wundervoller Abend gewesen, es ist wieder 11.11 Uhr und sie nimmt mich so beiseite und sagt zu Ivan, du bist ein wundervoller Kerl, du bringst mich zum Lachen und ich will mehr als zum Freundschaft. Ich war so, okay, gut. Und sie so, was hast du dir gewünscht? Und ich war so, ja, ein Boot wäre cool. Ein Boot wäre nice. Ja, ich bin mega glücklich. Ich würde niemals fremdgehen, das ist, was ich mir gesagt habe, niemals fremdgehen. Nicht nur, weil es eine wirklich schlimme Sache ist, sondern weil ich glaube, Männer und Frauen verarbeiten Fremdgehen ein bisschen anders. Ich weiß, ich pauschalisiere hier ein bisschen, aber bleibt mit mir Folgendes. Wenn eine Frau fremdgeht, dann ist der Typ super, super traurig, geht zu seinen Kumpels, sie sind so, ah, verdammt, komm, wir trinken was, wir lenken dich ab. Das ist oft der Weg, wie Männer damit umgehen, glaube ich. Wenn ein Mann fremdgeht, dann ist die Frau auch super, super traurig, geht zu ihren Mädels und die bilden ein Parlament. Und planen, wie sie das Leben dieses Typen kaputt machen können. Der Typ ist in Schwierigkeiten, ey. Anderes Thema. Ich glaube, ich hab eine ehrliche Angst entwickelt, dass ich dumm bin. Ist eine ehrliche Angst, die ich entwickelt habe. Manchmal komme ich... Einige können sich das erzählen. Ey, ich komme manchmal spät nach Hause von Shows und gucke mir dann Dokus, um 2 Uhr nachts Dokus über schwarze Löcher an, um irgendwas zu kompensieren. Und dann habe ich diesen gebildeten Moment um 2 Uhr nachts. Ich bin dann so, es kommt auf die Masse der Sonne an. Ich verstehe es. Mein Kopf schafft es immer, irgendwie Dummheit durchdringen zu lassen. Ich weiß nicht wie. Ich hatte einmal eine Show, ich habe mir danach was zu essen gekauft und habe da so mein Burrito gegessen. Und ich sehe plötzlich so 3 russische Jungs fangen sich an zu prügeln mit einem anderen Mann. Ziemlich unschöne Geschichte. Polizei kommt viel zu spät, sieht mich dort, wie ich mein Burrito esse. Fragt so, wo sind die 3 Jungs hingerannt? Ich so, ja, in die Richtung. Wie sahen die aus? Und nicht wirklich unironisch. Ich war so, ja, ungefähr so wie ich. Also... Ich dachte, ich helfe denen. Der eine Polizist war, musste so lachen. Was, bist du wirklich so dumm? Also so. Das war, ich dachte, ich helfe denen in dem Moment. Ey, mein Kopf, ey, funktioniert manchmal anders. Ich hatte einmal so ein Poster für so einen guten Zweck gesehen. Auf diesem Poster stand so, du gibst 2 Euro für 2 Kugeln Eis aus. Damit kann ich 2 Wochen lang überleben. Wirklich mein erster Gedanke zu diesem Poster war so, 2 Wochen lang mit 2 Kugeln Eis, das schaffst du nicht. Ich will sehen, wie du 2 Wochen lang mit 2 Kugeln Eis überleben kannst. Ich würde mehr als 2 Euro dafür zahlen, tatsächlich. Das wäre so der langweiligste Livestream überhaupt. Alle 18 Stunden nimmt er so einen Haps von diesem Eis. Oh Mann, ey.
Ja, ich spiele Basketball tatsächlich. Ich spiele richtig im Verein Basketball. Und ich habe in einem Basketballspiel meinen Eigenkorb gemacht. Wisst ihr, wie schwer es ist, in einem Basketballspiel einen Eigenkorb zu machen? Ich habe so den Ball, Leute schreien so hinter mir, so yes, sie feuern mich an. Das ist die Äquivalenz im Fußball wäre, wenn ich so 30 Meter auf mein eigenes Tor zurenne und der Torwart schreit schon so, Ivan, nicht schießen, wir kennen uns. Ich bin Thomas. Wir sehen uns zweimal in der Woche nackt. Und ich baller das Ding rein, ey. Ja, ich bin auch so... Was war das? Hast du einen Schlaganfall gehabt? Was ist alles passiert? Oh Mann. So, diese Geräusche habe ich Angst nachts zu hören tatsächlich. So, ich weiß nicht, wie soll ich... Nein. Ich bin auch so manchmal voll panisch, so bei E-Mails schreiben. Ich hatte so neulich, ich bin so voll nervös und neulich hatte so eine Mail geschrieben für eine Produktionsfirma. Und alles, was ich machen musste, ist in den Anhang meinen Vertrag reinzuschicken. Einfach eine Datei in den Anhang zu packen. Ich schreibe so die Mail so, yes, ich freue mich, das ist großartig, ich freue mich auf die Zeit, das wird ein super Projekt. Und schick die Mail los ohne Anhang. Passiert den Besten. Jene schon mal passiert. So, es kommt eine Mail zurück, so, ja, Ivan, wir freuen uns auch, aber... Pack doch die Datei in den Anhang, bitte. Und ich schicke die Datei noch, den E-Mail nochmal los, ohne Anhang. Ich habe sie zweimal ohne Anhang losgeschickt. Ich bilde mich, aber ich bilde mich an den falschen Orten, okay? Ich spiele ziemlich viel Videospiele. Ich spiele ein Videospiel, das heißt Overwatch. Kennt ihr Overwatch? Alle mal klatschen, die Overwatch kennen. Okay, ein paar. Für alle, die es nicht kennen, es ist ein Ego-Shooter mit verschiedenen Charakteren und da gibt es einen Bogenschützen, der heißt Hanzo. Und wenn Hanzo seine Superattacke macht, sagt er auf Japanisch Ryuga waga tekibukurai. Was auf Deutsch so viel bedeutet wie mein Drache wird dich vernichten. Und ich habe dieses Wissen, kann es aber nirgends anwenden. Nicht mal in Japan. Ich könnte nicht irgendwo im Supermarkt sein, die fragen so, ja, macht 1,20 € und ich bin so, mein Drache wird sie vernichten. Ja. Ich mache auch körperlich dumme Dinge. So, ich hatte neulich Fieber. Ich bin einer dieser Typen, der zu sehr leidet, wenn er Fieber hat. Ich habe so zu meiner Freundin gesagt, hey, ich habe gelesen, ab 40 Grad Fieber ist lebensgefährlich. Vielleicht musst du mich ins Krankenhaus bringen. Und sie hat mir ein Thermometer gegeben und es waren 36,5 Grad. Das ist einfach nix. Ich bin trotzdem zum Arzt, weil ich wollte mich krank schreiben. Und ich komme da hin und da sind Leute da, die wirklich krank sind. Also so. Und ich dachte, ich gehe um 9 Uhr hin, bin ich der Erste am Arsch. Der ganze Raum war genauso voll wie hier. Und ich fülle alles aus, setze mich hin und kriege plötzlich eine volle Nase und musste niesen. Aber ich wollte nicht laut in diesem Raum niesen. Deswegen dachte ich, wenn der Nieser kommt, unterdrücke ich einfach den Nieser wie ein normaler Mensch. Aber mein Körper hat sich in dem Moment gedacht, nee, machen wir nicht. Und ich niese so, alles, was ich festhalten kann, ist mein Mund. Und es fliegt ein riesen Klumpen Rotze aus meiner Nase und landet auf meinem Arm. Und alle Leute sofort. Die Frau nehme ich, höre nur so, oh Gott. Irgendwo aus dem Raum höre ich so. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe es einfach gegriffen. Ich hatte es einfach in meiner Hand. Und dann war ich so, Ryuga Maga Tiki Bukurai. Vielen Dank, Freunde. Das war's von mir. War ein tolles Publikum. Dankeschön. Für euch, Ivan Thieme.